Anfang des Monats kritisierte ich das Heckler & Koch G95A1 als die falsche Waffe für die Bundeswehr. Letzte Woche brachte ich als richtige Waffe für die Bundeswehr das HK-433 bzw. HK-437 ins Spiel, welches ich für die wesentlich bessere Wahl für ein modernes Sturmgewehr der Bundeswehr halte. Und vorgestern? Tja, vorgestern kam es zu einer überraschenden Ankündigung, dass die Spezialkräfte das besagte HK-437 unter der Bezeichnung Sonderwaffe schallgedämpft als G39 beschaffen. Was es mit der Waffe auf sich hat, erfahrt ihr jetzt. Servus Männer und Frauen von Flake, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Kammerbengel. Die letzten Tage nach meinem vorangegangenen Video kam es zu einer interessanten Entwicklung bezüglich der Sturmgewehrfrage bei der Bundeswehr. Als ich meine Wunschvorstellung präsentierte, wollte ich als Grundlage das Heckler & Koch HK-433 bzw. HK-437 für die Truppe, da ich diese Waffe als wegweisend betrachte. Nun ja, vorgestern kam es nun zu einer interessanten Veröffentlichung. Die Bundeswehr beschafft das Heckler & Koch HK-437 für die Spezialkräfte. Ich gehe gleich noch näher drauf ein, was diese Waffe kann und wofür diese beschafft wird. Das ist vom Timing natürlich schon witzig. Ich habe zwar damit gerechnet, dass es zwangsläufig irgendwann so kommen wird, aber dass es nur eine Woche nach meinem letzten Mecker-Video gleich angekündigt wird, ist doch ein lustiger Zufall. Besagtes HK-437 ist bei meiner Wunschvorstellung aber lediglich die Grundlage einer Entwicklung gewesen, welche zu einem von mir als HK-680 bezeichneten Sturmgewehr führen sollte. Dem hier. Aber auch hier kam es zu einer lustigen Entwicklung, denn ein Mitarbeiter von Heckler & Koch meldete sich bei mir. Er meinte, dass er sich bei meinem Video wunderte, woher ich die Fotos des HK-231 her hatte, da die Waffe nicht veröffentlicht sei. Er hatte erst später bemerkt, dass die Waffe ein Photoshop-Produkt ist. Somit Leute, ich lag sowas von falsch mit meiner präsentierten Wunschwaffe. Ich irrte mich nämlich massiv bei meinen Fantasienamen, den ich der Waffe gab, denn sie heißt nicht HK-680, sondern HK-231 und existiert anscheinend schon. Naja, shame on me. Aber das ist etwas Hervorragendes, denn das bedeutet, dass Heckler & Koch seinen Job zuverlässig und gut macht und hier viel weiter ist als die Beschaffung der Bundeswehr. Kommen wir aber zum Hintergrund der Beschaffung des HK-437 und was all das bedeutet. Es wäre nämlich kein Kammerbengel-Video, wenn man nicht genauer erklärt, um was es hierbei sich dreht und den sicherlich aufkommenden wilden Interpretationen am Stammtisch damit etwas vorbeugen würde. Das HK-437 ist ein Spezialist. Bei der Waffe handelt es sich um ein Sturmgewehr im Kaliber 300 Blackout und das sagt schon viel über dessen geplante Anwendung aus. Denn das Kaliber wird militärisch als 7.62x35 benannt. Im Endeffekt nimmt man eine Standard-NATO 5.56x45 Hülse, die kennt ihr vom G36 oder G95, und setzt darauf ein 7.62er Geschoss, welches ihr vom G3 oder G28 kennt. Das schwere Geschoss der starken 7.62x51 Patrone in der Hülse der relativ schwachen 5.56x45 Patrone führt zu einem Kaliber, welches vor allem im Nahbereich seine Stärken ausspielt. Man könnte auch sagen, dass es die NATO-Version der russischen 7.62x39 Patrone der Kalaschnikow AK-47 ist, denn die hat vergleichbare Werte. Das Kaliber taugt für Standard-Ordnanzwaffen nicht viel, weil es ihm schlichtweg an Reichweite und Energie auf mittlere und höhere Entfernung im Vergleich zu dem hier notwendigen mangelt. Es wäre also die absolut falsche Wahl für die Standardwaffe der Truppe. Dafür taugt es aber hervorragend im Nahbereich und in Kombination mit Schalldämpferwaffen. Denn die Patronen können so laboriert werden, dass sich diese im Überschallbereich, aber auch im subsonischen Bereich, also im Unterschallbereich, bewegen. Genauer gesagt bewegt sich das Geschoss je nach Laborierung im Rahmen von etwa 310 bis 780 Meter die Sekunde. Das sind zum besseren Verständnis etwa 1100 bis 2800 km/h. Die Schallgeschwindigkeit liegt bei etwa 343 Meter die Sekunde, also 1236 km/h. Zum Vergleich: die aktuelle 5.56x45 NATO-Patrone eines Standard G36 bewegt sich mit etwa 920 Meter die Sekunde, also 3312 km/h, was fast der dreifachen Schallgeschwindigkeit entspricht. Streicht also mal alles, was ihr von Hollywood kennt, denn das ist im Regelfall ziemlicher Blödsinn. Es wird euch nämlich der beste Schalldämpfer nicht die Ergebnisse bringen, welche ihr im Kino oder im Fernsehen seht,
wenn jemand zum Beispiel an einem Sturmgewehr oder Scharfschützengewehr einen Schalli anschraubt und damit schießt. Das liegt vor allem auch daran, dass viele der dort gezeigten Gewehre Patronen verwenden, welche man selbst mit schwächster Ladung nicht in den Unterschallbereich bekommt. Was bringt also ein Schalldämpfer, wenn das Geschoss, das rauskommt, Überschall fliegt und dadurch auch einen Überschallknall verursacht? Richtig, recht wenig. Daher sind die meisten Schalldämpfer an den Sturmgewehren lediglich dazu da, die hohen und gut hörbaren Schallspitzen etwas zu minimieren und den Mündungsblitz zu reduzieren, um nicht so schnell aufgeklärt zu werden. Ohne Gehörschutz möchte man aber auch nicht neben so einer Waffe stehen, denn einfach nur WUT ist in der Realität einfach nicht. Und genau die besagten und bei der relativ schwachen Patrone auch möglichen Unterschallwerte der 300 Blackout bzw. 762x35 machen die Patrone so interessant für unsere Spezialkräfte. Denn die transportierte Energie des Geschosses ist anhand dessen Masse auch auf mittlere Distanz höher als die der 5,56x45 NATO-Patrone des G36 oder G95, obwohl es deutlich langsamer fliegt. Die Autotuner unter euch sagen gerne mal, wenn es um die Kraft eines Autos geht, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. So ist es auch bei der Patrone, denn Geschossgewicht ist hier ein wesentlicher Faktor. Gerade im Rahmen von Zugriffoperationen, sprich Türen eintreten, aber auch wenn es darum geht, leise zu operieren, griff das KSK viele Jahre auf die MP5SD zurück. Die Waffe war hervorragend schallgedämpft mit einem Integralschalldämpfer und war mit spezieller subsonischer Unterschallmunition nicht lauter als zum Beispiel ein normales Kleinkalibergewehr oder, sagen wir mal, ein lautes Luftgewehr. Die MP5SD war hierbei viele Jahrzehnte die Vorzeigewaffe, wenn es um das Thema geht. Aber die Anforderungen haben sich geändert und die verwendete 9x19 Munition konnte dies nicht länger erfüllen. Zwar gab es ein breites Feld an Spezialmunition wie Über- und Unterschallvollmantelgeschosse, welche die aufpilzen mit hoher Stoppwirkung oder auch Munition mit zum Beispiel einer Kontrastmittelfüllung, welche diese nach Aufschlag abgab, so dass man das Geschoss beim Röntgen eines Körpers schnell ausfindig machen konnte. Woran es der 9x19 aber mangelte, ist zum Beispiel Reichweite und Präzision auf mittlere Entfernung. Die Anforderung für ein Schalldämpfergewehr und deren Patronen liegt meist ganz anders, als sich viele dies vorstellen. Es dreht sich nämlich um mehrere Faktoren, die relevant sind. Um nicht genau darauf eingehen zu müssen, weil das ein Thema für sich ist, dreht es sich dabei um Faktoren wie Stoppwirkung, Geschossgewicht, Durchschlagkraft, Reichweite, verfügbare Geschossarten, inballistische Themen wie Rückstoß und. Der Geräuschpegel ist dabei nur ein Punkt von vielen. Hier gab es im Vorfeld viele Anläufe und Versuche, eine Patrone und Gewehre für Spezialkräfte zu finden, welche bestimmte Anforderungen auch leistet. Es gab zum Beispiel um das Jahr 2000 herum den Versuch, das G36 im Kaliber 300 Whisper zu einem schallgedämpften Präzisionsgewehr für mittlere Distanzen zu machen. Es kamen in diesem Bereich aber auch Waffen wie die MP7 oder die FNP90 in Frage, deren Munition wiederum andere Vor- und Nachteile hat. Letztlich landete das KSK vor einigen Jahren bereits beim Kaliber 300 Blackout. Zuerst mit dem HK-237, welches ein G36 in dem Kaliber war, danach mit dem HK-337, welches ein HK-416 in diesem Kaliber ist, und jetzt dem HK-437, was ein HK-433 in 300 Blackout ist. Die Vorteile sind hierbei klar. Im Endeffekt kann man auf die vermutlich größte existierende Bandbreite an Geschossen zurückgreifen. Die Bandbreite bei der Geschossentwicklung für die 762 ist enorm und sehr, sehr vielschichtig. Das neue HK-437 bzw. G39 ist also ein Spezialist in der Waffenkammer des KSK, wie schon seine Vorgänger. Dennoch mit noch mehr Potenzial als diese. Siehe mein Video, bei der ich Kritik am G95H1 übe und die Nachteile von Waffen mit AR-Bauform, welche dieses im Endeffekt nochmal bestätigt. Möchte man also in der Infill-Phase nicht viel Aufmerksamkeit erregen, auf die Gefahr hin, hier schon Gegner ausschalten zu müssen, oder bei einem leisen Zugriff so lange wie möglich unerkannt bleiben oder schlecht ortbar bleiben, heißt die Lösung HK-437. Möchte man einen Gegner auf nahe und mittlere Distanz mit einem schweren Geschoss und entsprechend Wucht gut eine vorn Latz knallen, HK-437. Möchte man eine schnelle und effektive Stoppwirkung, die deutlich besser ist als das 5,56x45 Kaliber, HK-437. All diese Eigenschaften bringt die Waffe mit und ist auch anhand ihrer sonstigen Bauart eine hervorragende Lösung dafür. Verwechselt dabei aber nicht die für Spezialkräfte in diesem Teilbereich ihres Spektrums notwendigen Eigenschaften mit denen der regulären Truppe. Das Kaliber wäre nämlich völlig ungeeignet für Big Army
und ist wie gesagt ein Spezialist für Spezialisten. Wie geht es aber mit dem HK-437 weiter? Und jetzt wird es nochmal interessant, denn das HK-437 hat das Potenzial, einen Schwerpunkt innerhalb der Spezialkräfte zu setzen. Und genau das öffnet die Tür für das HK-433, welches dem derzeit genutzten G95 ebenfalls anhand seiner Eigenschaften überlegen ist. Schaut dazu mal mein Video an, was wäre die richtige Waffe für die Bundeswehr, anstelle des gerade eingeführten G95. Bedeutet, ich hole mal wieder meine Kristallkugel raus und gebe eine Zukunftsprognose ab. Das Kommando Spezialkräfte wird in absehbarer Zeit den HKG-95ern den Rücken kehren und auf das HK-433 wechseln, weil die überlegenen Eigenschaften des HK-437 und dessen zu erwartende Beliebtheit zwangsläufig dazu führen muss. Die Einführung des HK-231, also der 762x51-Version, wird spätestens dann wieder auf dem Tisch liegen und die jetzt stattfindende absurde Einführung des G95H1 erneut hinterfragen. Das weiß ich und das werden auch entsprechende Stellen bei der Bundeswehr als auch HK wissen. Wir reden also von nichts anderem als der Einführung des richtigen Gewehrs durch die Hintertür. Das HK-437 ist somit in den Händen der fähigsten Soldaten der Bundeswehr. Und auch wenn sicher nicht alles bei einer nagelneuen Waffe rund laufen wird, zeige ich euch mal ein Poster, welches mir ein Kamerad, der Kommandofeldwebel in Kalf ist, vor ein paar Jahren schenkte. Das Poster hing nicht lange in den Fluren des KSKs, denn es wurde befohlen, es abzuhängen, weil es damals zu viel politischen Sprengstoff hatte und indirekt die Inkompetenz der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auf die Schippe nahm. Weil es sich hier nach den Infos, die ich von einem HK-Mitarbeiter habe, beim HK-433 um eine Waffenfamilie handelt, die in Form des mir bis dato unbekannten HK-231 auch das Kaliber 762x51 abdeckt, wird auch diese Waffe kommen, welche letzte Woche noch nicht mehr als meine Wunschvorstellung war und von mir gefotoshoppt wurde. Dass man den dummen Weg der Einführung des G95H1 für die Bundeswehr als neue Ordnanzwaffe beibehält, ergibt somit noch weniger Sinn, als ich ihm eh schon beimaß. Der politische, aber auch der beschaffungstechnische Hintergrund ist somit noch katastrophaler als angenommen und wird hiermit nur nochmal verdeutlicht. Als kleiner YouTuber lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und richte meine Worte an den amtierenden Verteidigungsminister Boris Pistorius. Sehr geehrter Herr Verteidigungsminister, auch wenn ich Ihre Arbeit sehr schätze, werden Sie weiterhin in einer politischen Blase gehalten, welche in manchen Bereichen sehr toxisch für die Kampfkraft und die Fähigkeiten der Bundeswehr ist. Ob Sie Teil dieser Blase sind oder fachlich schlichtweg darin gehalten werden, kann ich nicht wissen. Es scheint aber offensichtlich, dass Sie von vielen unfähigen Speichelleckern ohne, aber auch in Uniform kokettiert werden, welche eine notwendige Objektivität, die Themen betreffend, stark verfälschen. Wenn Sie daran etwas ändern möchten, dann hilft es nichts, einzelne Köpfe in solchen Prozessen zu ersetzen, sondern Sie müssen den Beschaffungsprozess an sich neu gestalten. Der beste Ansatz wäre hierbei, den Schwerpunkt auf die Bedürfnisse und das Wissen der Soldaten zu legen und sich von den vielen Fehlentscheidungen der Bürofraktion in Politik und Beschaffungsamt zu entfernen. So, dies war's auch schon mit dieser Folge des Kammerbengels. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Kanal über Likes, Abonnements und gedrückte Glocke helft, dass sich die Arbeit dahinter auch irgendwann für uns lohnt. Denn Zuschauer haben wir bereits viele, aber lediglich 3% davon haben uns auch abonniert. Gerne lesen wir auch wieder eure Kommentare, schreibt uns also eure Meinung. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Horido. Ja, hast du das denn jetzt schon abonniert? Hast du schon drauf gedruckt? Du wirst das unterstützen, oder nicht? Ja, ich würde schon sagen, jetzt klick da drauf, abonnieren, und wenn du schon dabei bist, dann drückst du auch gleich noch da auf die Bell. Oder Glocken, oder was auch immer das ist. Klick drauf, mach's einfach. Alles gut. Vierte.